Lari fragt PeteSmeet, wenn ihr ein komplett neues Spiel nach euren Wünschen entwickeln lassen könntet, wie würde das aussehen? Boah, das ist eine schwierige Sache. Wenn ich soweit wüsste, wäre ich Game Designer. Ja, es gibt halt immer mal wieder unterschiedliche Sachen, die mir zu unterschiedlichen Zeitpunkten Spaß machen. Elden Ring zum Beispiel fand ich mega geil, Vampire Survivor fand ich auch cool. Ist dementsprechend eine Kombination aus beiden richtig gut, muss nicht. Ich mag auch Anno sehr, aber es kommt trotzdem auf so Feinheiten an, deswegen wäre ich, glaube ich, besser dafür, Kleinigkeiten zu fixen, als ein neues Spiel zu entwickeln, und deswegen finde ich das Ganze super schwer. Ich könnte nicht mal das Genre sagen, weil selbst das ändert sich bei mir immer mal wieder, und deswegen hätte ich jetzt keins, wo ich sagen würde, geil, damit habe ich Bock drauf. Also die Frage hatten wir schon ein paar Mal, aber wahrscheinlich ist ganz interessant zu sehen, wie sich das verändert. Ich gehe mal bei der Frage davon aus, dass zusätzlich noch unendlich Geld dabei kommt. Denn ich glaube, so nach deinen kompletten Wünschen ein Spiel zu erstellen, ist heutzutage echt schwierig. Und nachher wird so ein Projekt draus wie Star Citizen aka wird sowieso niemals fertig. Da weiß ich eh nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Aber, um beim Thema zu bleiben, ich hätte tatsächlich Bock auf ein Fantasy-Game, was so ein bisschen in die Richtung von den Ambitionen von Star Citizen zumindest geht. Nämlich, dass du möglichst viel da drin machen kannst. Also ich hätte gerne irgendwie Hack-and-Slay-Elemente mit drin. Also du kannst sowohl aus der Perspektive von oben, aber auch aus der Ego-Perspektive spielen. Und vor allen Dingen ist halt wichtig, dass du viel machen kannst. Also wenn es halt eine glaubhafte Welt ist, durch die du da rumeierst, dann kannst du auch, weiß nicht, Pferde rennen oder in der Taverne saufen, dich mit Leuten unterhalten. Was weiß ich nicht alles. Aber es müsste schon irgendwie Hack'n'Slay drin sein. Aber aus der Ego-Perspektive würde ich auch gerne spielen. Du kannst einen Bogenwettbewerb veranstalten oder da mitspielen. Oder was weiß ich. Möglichst viel auf jeden Fall. Das wäre dann tatsächlich wie Star Citizen auch so ein 15-Jahre-Projekt. Allerdings würde ich irgendwie die MMO-Nummer da rausnehmen. Ne? So dieses, du musst erstmal 60 Stunden leveln. Ich weiß, das ist in vielen MMOs mittlerweile nicht mehr so. Aber trotzdem würde ich versuchen, den reinen Grind- und Farm-Kram niedrig zu halten, obwohl Hack'n'Slay drin ist. Das ist schwierig, aber das werden wir schaffen. Wenn wir dann das Spiel mal rausbringen. Glaube ich. Ja. Und heiraten muss man in dem Spiel können. Und also so Sims-Elemente wären auch ganz geil, ne? Kannst dein eigenes Haus bauen und so Kram. Und dann kannst du dir Tiere anschaffen, so Haustiere. Also eigentlich die Kombo aus Fantasy, Hack and Slay und ganz vielen anderen Spielen. Mit möglichst viel Freiheit. Und Interaktion unter Spielern. Oh, Multiplayer oder Singleplayer? Schwierig. Einfach beides. Wir können ja machen, was wir wollen. Wobei, das wird dann mit den NPCs ein bisschen schwierig, ne? Aber bei GTA hat das auch funktioniert. Ja. Also, beides. Soll ein Rollenspiel sein. Soll viel Gothic sein. Soll viel Witcher sein. Soll Elden Ring Kampfsystem haben. Oder ein Souls-like Kampfsystem haben. Und dann bin ich glücklich. Einen neuen Teil der Gothic-Serie, der so gut ist wie Gothic 2 Nacht des Rabens und so gut aussieht wie Red Dead Redemption 2. Auch mit einer Welt wie Red Dead Redemption 2. Sogar noch einen Schritt weiter. So mit so einer übelst krank simulierten Welt. Also Red Dead Redemption 2 war schon, ich glaube, die beste Open World, die es gibt. Aber das nochmal einen Schritt weiter gedacht. Und dann in dem Szenario von Gothic. Oh, da hätte ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde mir so eine Mischung zwischen Assassin's Creed und Horizon Zero Dawn oder New West dann wünschen. So voll geil, so Open World erkunden. Man hat eine coole Hauptfigur mit geilen Fähigkeiten, coolem Kampfstil. Kampfstil eher vielleicht aus Horizon. Und Klettereinlagen und sowas vielleicht aus Assassin's Creed, beziehungsweise die Städte aus Assassin's Creed, das ist bei Horizon, kommt das ein bisschen kurz, da ist halt die große weite Welt viel relevanter, aber so ein Mix daraus. Dann aber auch so ein bisschen
So ein bisschen Elden Ring, was die Bosse angeht und so. Also Horizon versucht es, fette, große Bosse zu machen, die auch nicht ganz so easy sind. Aber vielleicht noch ein Ticken schwerer das Ganze machen. Ja, das wäre schon nice.